Nein, ihr Partner. Deadman hat eine Bitte an mich weitergeleitet, da ich die GD-Forschung leite. Ich nehme eine Probe deines Duschwassers, um mögliche Effekte deiner Körperflüssigkeiten auf ein GD zu untersuchen. Hast du andere mit Dooms untersucht? Alle bei Bridges. Mich selbst und Mama. Bisher sind die Ergebnisse nicht eindeutig. Aber du hast andere einzigartige Qualitäten. Du bist auch ein Wiederkehrer. Ich bin schon ein wenig optimistisch. Verarbeitet Flüssigkeiten. Ausscheidungen. Chiralium. Ausgabe. Da, nimm diese Probe mit. Falls sich die Chance bietet, probier sie in einem GD aus. Ich bin gespannt, wie es reagiert. Wer weiß, vielleicht verschafft es dir einen Vorteil. Eine alte Forschungsarbeit beschreibt, wie sich die Körperflüssigkeiten von Personen wie uns auf GDs auswirken. Nur durch die Wiederherstellung dieser Materialien erlangen wir vergangenes Wissen zurück. Nicht nur über den gestrandeten Tod, auch über das Geheimnis deiner speziellen körperlichen Fähigkeiten und über unser Doomsleiden. Vielleicht gibt es noch Hoffnung für die Menschheit. Sam, der Wiederaufbau Amerikas interessiert mich nicht. Ich will die Vergangenheit zurück. Oh, es ist fast soweit. Und wenn nach deinen Verbindungen nichts passiert, was dann? Ich fragte, was dann? Sam, tut mir leid, dass ich deine Pause störe, aber ich dachte, das interessiert dich. Vielleicht kannst du so besser entspannen. Uns haben an dich adressierte Nachrichten erreicht. Ich habe nicht reingeschaut, aber die meisten sind wohl von deinen Kunden. Geh sie mal durch, vielleicht ist was Nützliches dabei. Deine Mails kannst du über deine Handschellen und über das Terminal in deinem privaten Raum lesen. Es gibt noch etwas, das ich dir zeigen möchte. Das chirale Netzwerk lässt uns in unsere Vergangenheit blicken. Für immer verloren geglaubte Daten aus allen Ecken Amerikas können aus Bruchstücken wieder zusammengesetzt werden. Unser Archiv ist natürlich noch nicht fertig. Aber je mehr Wegposten und Städte wir beim Ausbau des Netzwerks einbinden, desto mehr Informationen können wir zurückgewinnen. Etwa Aufzeichnungen und Berichte der letzten Expedition. Alles, was sie gesendet hat, wurde zusammen mit Central Knot City zerstört. Einiges konnten wir übrigens schon wiederherstellen. Wähl am Terminal in einem privaten Raum oder über die Handschellen Archiv aus, um es dir anzusehen. Könnte eine spannende Lektüre sein. Glaub mir, wenn ich sage, dass es so am besten ist. Sagt eine Frau mit einer Maske, die mich nur angelogen hat. Moment.
Nur aus Interesse. Wie geht es ihm im Moment? Bevor ich antworte. Stimmt was nicht? Wenn ich das BB anschließe, sehe ich Dinge. Was denn für Dinge? Ein Gesicht. Ein Unbekannter, der mich ruft. Ich sehe auch diesen Raum. Dort reden andere Leute, aber ich kann sie nicht verstehen. Oh, der Durchbluteffekt. Habe ich dich nicht davor gewarnt? Du hältst die Erinnerungen des Bibis für deine eigenen. Das sind falsche Rückblenden, mehr nicht. Lass es mich erklären. Ein Bibi wird seiner Todmutter mit etwa 28 Wochen entnommen und in eine Kapsel gelegt. Also noch vor seiner eigentlichen Geburt. Diese Prozedur stoppt seine Entwicklung. Aber auch mit 28 Wochen kann sein Sinnessystem bereits externe Stimuli verarbeiten. Es kann diese Informationen definitiv in Erinnerungen umwandeln, die über eure Verbindung in deine gelangen können. Und wen habe ich dann gesehen? Vielleicht jemanden vom medizinischen Team oder einen BB-Techniker, ist das wichtig? Das BB ist schon eine Weile in Benutzung. Es ist durch viele Hände gegangen. Woher soll ich wissen, wer einen Eindruck hinterlassen hat? Weil du der Experte bist. Niemand ist Experte, Sir. BBs wurden vor Jahrzehnten im Geheimen entwickelt. Sie sind wie ein Buch mit 7 Siegeln. Wir benutzen sie, verstehen sie aber eigentlich nicht. Glaub mir, ich wollte mehr darüber erfahren, aber es gibt kaum noch alte Aufzeichnungen. Wenn ich etwas herausfinde, sage ich's dir, okay? Dad, mein Ehrenwort. Sam, sieh dir auf dem Lieferterminal die Auftragsliste an. Als du dich ausgeruht hast, habe ich das Netzwerk überprüft. Chiralium-Überwachung und holographische Systeme laufen normal. Leider ist unser Drucker offline. Ja, ich weiß, nachdem du dich so abgemüht hast, uns das ganze Material zu beschaffen. Unser Fehler. Wir haben vor einer Weile ein Teil bestellt, das nie ankam. Ohne das Teil kommt der Drucker nicht ins chirale Netzwerk. Die Mules müssen es geklaut haben. Vielleicht haben sie den Boden abgefangen. Wenn ich richtig liege, haben sie es zu ihrem Ablageplatz gebracht. Genau in der Mitte ihres Territoriums. Du willst uns nicht zufällig unser Eigentum zurückklauen. Ich finde, niemand wäre besser geeignet als du. Mama hat den Plan für einen Wachturm in deinen TCK geladen. Hast du keinen dabei, solltest du einen herstellen. Man weiß nie, wann man ein Gebiet ausspähen muss. Dieses Gerät, das du da hast, ist ein Kristallsammler. Wie der Name nahelegt, kannst du gesammelte Kristalle darin sicher aufbewahren. Lass mich beschreiben, wonach du suchst. Chirale Kristalle wirken auf das bloße Auge golden und haben oft Formen, die an menschliche Hände erinnern. Steine und Geröll in ihrer Nähe schweben meist ein paar Zentimeter über dem Boden. Und am häufigsten findet man sie in Gebieten mit viel Niederschlag. Alles verstanden. Regen, schwebende Steine, goldene Hände. Das ist deine Trinitas. Suche nach diesen drei Dingen und du findest die Kristalle. Wenn du besonders aufmerksam warst, weißt du vielleicht schon, wo du suchen kannst. Auftrag zugewiesen. Bis Ende. Eine angenehme Reise.
Waffeneinschränkung aufgehoben. Es mag eine Regel oder eine Gewohnheit sein, aber die meisten Mules nehmen gestohlene Sendungen mit nach Hause. Briefkasten finden, Fracht zurückklauen. Ist ganz einfach. Aber Vorsicht, diese Typen sind bewaffnet. Wenn das schief geht, musst du kämpfen. Hört mich jemand! Mule-Ablageplätze sind selten verlassen, musst also unentdeckt bleiben. Verhalte dich unauffällig und bewege dich langsam und leise. Konstruktion abgeschlossen.
sofort. Süchtige auf der Suche nach dem Frachtweg. Schlimm genug, dass wir die an der Backe haben. Damals hat das alles die KI erledigt. Unbemannte Fahrzeuge und Drohnen haben die Lieferungen übernommen. Wir konnten ihnen entspannt bei der Arbeit zusehen. Das war revolutionär. Eigentlich schon einzigartig. Es hätte ein Riesenerfolg werden müssen. Wurde es aber nicht. Eine Dienstleistungsbranche ohne Menschen kam bei den Leuten einfach nicht gut an. Also haben wir nach einiger Überlegung eigentlich überflüssige Jobs geschaffen und sie Leuten gegeben, die auf sie angewiesen waren. Und von da an wurde es immer schlimmer. Jetzt gibt es diese Kulte von frachtgeilen Bekloppten, die darauf abfahren, Lieferungen zu klauen. Diese Schakale lauern immer auf den nächsten Boten. Aber du darfst das nicht sein. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Bitte dranbleiben. Zum Laufen zu bringen. Tut mir leid, dass wir dir so viel Mühe machen, aber vertrau mir, es lohnt sich. Ausgezeichnet, die Einheit hat nicht einen Kratzer. Ich wusste, du würdest dich zu uns durchschlagen. Sam, wie machen sich deine Schuhe? Angesichts der Bedingungen da draußen wahrscheinlich nicht besonders gut. Nichts vermisst einem den Arbeitstag so sehr wie kaputtes Schuhwerk. Wenn du so weitermachst, ist es nur eine Frage der Zeit, bis du dich verletzt. Ich habe Stiefel zu deinen Vorräten hinzufügen lassen. Standardausführung von Bridges, sollten dir also gut passen. Du solltest immer ein Zweitpaar dabei haben. Falls du es vergisst oder Probleme hast, kannst du an einem Terminal in einer unserer Einrichtungen ein neues herstellen. Gute Arbeit, Sam. Wie es aussieht, steigt deine Verbindungsstufe. Je höher deine Verbindungsstufe ist, desto mehr Ressourcen werden dir in unseren Einrichtungen zur Verfügung gestellt. Thank you.
sehen uns. Glückwunsch, Sam. Wie ich höre, hast du jetzt Zugang zu einem Chiralen-Drucker. Dieses äußerst nützliche Gerät funktioniert nur, weil unser Netzwerk sich den Strand auf bestimmte Art zunutze macht und uns die sofortige Übertragung riesiger Datenmengen ermöglicht. Da solche Übertragungen normalerweise Stunden, wenn nicht Tage dauern würden, wurde auch spekuliert, dass das Chirale-Netzwerk im Wesentlichen eine Zeitmaschine sein könnte. Dass es Daten in die Vergangenheit sendet. Natürlich müssen wir die grundlegende Natur des Netzwerks und des Strandes, auf die wir uns stützen, noch richtig verstehen. Man könnte unsere Beziehung zu ihm mit der eines Urmenschen zum Feuer vergleichen. Ist es nützlich? Ziemlich. Ist es gefährlich? Zweifelsohne. Aber die Vorteile liegen für uns schwerer als die Risiken. Außerdem erscheint es, da GDs und Strand verbunden sind, logisch, dass weitere Studien und Experimente außerordentlich nützlich sein könnten. Das könnte man natürlich auch über dich sagen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas herausbekomme. Das verspreche ich. Sollte genügen. Schön, dass alles reibungslos funktioniert. Noch eine unserer neuen EX-Granaten, der Typ 1. Der Name rührt vom darin enthaltenen Verdampfenextrakt her, das aus deinem Urin hergestellt wurde. Verglichen mit der ersten Version enthält diese EX-Granate eine höhere Konzentration deiner Körperflüssigkeiten, was sie gegen GDs effektiver machen sollte. Wenn du in deinem privaten Raum die Toilette benutzt, sammeln wir die Ausscheidung und stellen neue Exemplare für dich her. Die Granaten gehen dir also nicht aus.